Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever. Ich habe mich jetzt schon die ganze Woche auf diese Aufnahmesession hier gefreut, ne? Wir fahren hier mal kurz ein bisschen mit. Die ganze Woche habe ich mich schon darüber gefreut, mich hier hinzusetzen und die nächsten Folgen aufzunehmen, weil ich konnte schon bald nicht mehr erwarten. Ich wollte schon einfach so anfangen. Aber naja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier und haben unseren Treibstöffler auf die Linie geschickt. Und müssen da jetzt mal gucken, was wir hier alles rausholen. Wir machen natürlich jetzt erstmal ein bisschen Minus noch. Ist ja ganz klar, wir müssen jetzt mal schauen, damit wir diese Treibstofflinie hier in Gang bekommen. Und zwar haben wir hier, liefern wir mit diesem Zug Öl an, wo wir aber jetzt unbedingt eigentlich noch einen Öler draufsetzen müssen. Weil eigentlich mit 60 Öl kommen wir nicht weit. Wir haben jetzt aktuell hier hinten immer noch volle Hütte, 183 warten. Das ist natürlich nicht gut. Wir müssten also einen weiteren Öler drauf schicken. Aber zugleich haben wir jetzt hier den Abtransport, der funktioniert. Wieso habe ich jetzt hier so Schwierigkeiten? Wieso ruckelt mein Spiel so komisch? Machen wir mal so und so. Schon viel besser. Schon viel besser. Frage ich mich, wieso das es so ruckelt, aber naja. Ich möchte jetzt mal hier... wir haben hier Lecks. Wieso haben wir Lecks? Und zack. Und die Finanzen sagen, jawohl, wunderbar. Wunderbar. Straßenfahrzeuge sollten wir natürlich ersetzen. Hier 9. Wie viel hat unser Zug mitgenommen? Der ist doch schon wieder unterwegs, oder? Ja. 13 von 15 Treibstoff. Okay. Also wir müssen hier definitiv mehr Rohöl anliefern. Genau. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Zug. Jetzt schauen wir doch mal, was uns dieser Zug kostet. Zack. Züge kaufen. Was nehmen wir denn? Eine Lokomotive. 50, 60, 60. Die haben wir, glaube ich, auch genommen, ne? Machen wir kurz hier. Eisenbahn, Rohöl, ja genau, hatten wir hier auch genommen. Wir brauchen hier also auf jeden Fall, ja. Ihr werdet es bald ersetzt, keine Angst. Wir brauchen hier einmal diesen Zug. Und jetzt brauchen wir natürlich noch dementsprechende Güterwaggons. Setzen wir diesen Kesselwagen wieder ein. Und kaufen hier gleich mal einen, haben wir nur geschafft. Schade, schade, schade. Wir haben nämlich nicht genügend Geld und wir brauchen diesen Zug unbedingt, um hier diesen... Ja, 14 Minuten ist zu lang. Ist zu lang, 14 Minuten. Wir müssten auf Raden-Neustadt auch eigentlich optimieren. Ist eigentlich auch nicht tragbar, 10 Minuten. Treibstoff Hillesheim müssten, wäre noch gerade so in Ordnung. Rohöl müssen wir aber definitiv verbessern. Wir müssen da noch einen Zug draufsetzen, um noch mehr Rohöl hier anzuliefern, damit die Produktion weiter nach oben geht. Was schaut's aus? 52 im Lager ist eigentlich nicht viel. Wen haben wir jetzt hier? Okay, er nimmt schon 23 mit. Also müssten wir bald gut ins Plus kommen. Aber das Problem ist... Ist das hier unser... Nein, das ist er nicht. Müssen wir auf jeden Fall, wie man hier jetzt sieht... wir müssten den hier auch vergrößern, diesen Zug. Also hier wartet unser Öler. Mit 60. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall unbedingt noch einen Zug. Oh, eine neue Tram. Wir haben hier 218 Rohöl. Das funktioniert so nicht. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob wir... machen wir auch. Machen wir auch so. Zack. 1, 2. Wir leihen uns jetzt mal so viel. Machen hier schnell Stopp. Züge kaufen. Güter. Sonst dauert es hier zu lang. 5. Nicht genug Geld.
Wir nehmen unsere 2 Millionen wieder auf. Zack, zack. Einen noch. 70. 70. 70 Rohöl. Wir sind aber mit 60 schon voll. Also 70 sind wir definitiv dann auch voll. Also sollten wir schon versuchen, auf 100 raufzugehen. Dafür brauchen wir noch 6 Waggons. Wenn wir 4 draufsetzen, haben wir 90. Wir leihen uns nochmal. Und nochmal. Wir gehen auf 100. Wir gehen auf 100. Lassen jetzt das Spiel wieder laufen. Und setzen jetzt diesen Zug auf Rohöl. Auf unsere Rohöllinie. Und ich bin mir sicher, dass er jetzt, wenn er oben ankommt, er muss ja erstmal nach oben. Ich habe aber jetzt hier natürlich etwas vergessen. Wir müssen hier einen Block machen. Zack. So. Jetzt duckert er auf jeden Fall nach oben. Wir fahren den kleinen Berg nach oben Vollgas. Also 60 km/h. Das ist sehr gut. Wir brauchen unbedingt bessere Loks. Wir brauchen unbedingt bessere Loks. Und somit können wir jetzt... Er hält an. Gut. Und wir brauchen wirklich unbedingt bessere, schnellere Loks. Und jetzt können wir auch hier... Oh. 248. Ja, er fährt gleich die erste... Die erste Fahrt macht er definitiv gleich voll beladen, denke ich. Dann können wir hier eben diesen nachkommen und hier mehr Rohöl abliefern, um mehr Treibstoff zu produzieren. Finanzen, damit auch dieser hier ins Plus kommt. Was haben wir jetzt hier? 4 Treibstoff, das ist einfach zu wenig. Wir müssen einfach mehr anliefern. Was haben wir Potenzial? Details. Potenzial 124, 215. Ja, wir müssen einfach mehr Rohöl anliefern. Um das geht's. Wir müssen auf jeden Fall mehr anliefern. Was ist hier jetzt los? Man wartet auf freie Wege. Ach, vorne der Öler wahrscheinlich. Wir werden jetzt mal schauen. Wir müssen hier auf jeden Fall mehr draufbringen. Plus machen wir. Und das ist sehr positiv. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich kurz vom Bahnhof wieder halten müssen. Halt, ich möchte ihn doch verfolgen. Jawohl. Nein, wir bekommen freie Fahrt. Ah, das war unser Passagierzug. Das waren die Passagiere. Jetzt holen wir mal hier Öl ab. Ja, ich möchte jetzt nur einmal, wir schauen uns das jetzt mal an, wie viel das wir mit einem 100er Rohölzug an Geld machen. Weil, wenn wir damit richtig gut Kohle machen, dann werden wir das so schnell wie möglich ersetzen. Was haben wir jetzt bekommen? Eine neue Lok und ein Pferdefuhrwerk zum Austauschen. Schön, schön. Wunderbar, wunderbar. Oh ja, hier ist alles voll. Der ganze Bahnsteig hier ist voll. Wir müssten eigentlich... Ist der Zug zu lang? Nein, er passt rein. Nein, er passt rein. Gut. Jetzt wollen wir mal schauen. Er ist voll beladen mit 100 Rohöl. Hier kommt gleich der nächste. Und wir haben hier 159 immer noch. Also er kommt definitiv voll beladen. Er kommt voll beladen. Natürlich ist der Takt jetzt ein bisschen blöd. Wir müssten jetzt eigentlich... Ach. Wir müssen den hier anhalten. Stopp. Und warten, bis dieser bei der Fabrik angekommen ist. Hier haben wir natürlich jetzt einen Stopp drin. Weil die Passagierzüge jetzt hier natürlich uns in die Quere kommen. Wir müssen unbedingt die Straßenfahrzeuge ersetzen. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist natürlich jetzt doof. Also das müssten wir ändern.
Das müssten wir eigentlich ändern. Jetzt fährt er aus dem Bahnhof raus, also müssten wir jetzt gleich wieder freie Fahrt bekommen. Ja, und es geht los. Wir haben eine 500.000 Minus. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir brauchen unbedingt wieder Kohle. Hoffentlich müssen wir jetzt hier im Bahnhof nicht halten. Ansonsten müssen wir hier noch zusätzliche... Nein, wir können durch... Warten auf Freiwege. Wir können nicht durchfahren. Wir können nicht durchfahren. Das bedeutet, wir müssen unsere Abschnitte besser einteilen. Weil wir hier eben Passagier und Öler drauf haben. So, jetzt komm. Jetzt machen wir hier. Ich will hier mal was sehen. Ja, hier macht auch Plus, hier der Minus. Durch diese ganzen Stillstände haben wir immer wieder Jahre drin, wo wir Minus machen. Weil wir eben kein Rohöl anliefern. Also müssen wir das definitiv uns überdenken und umbauen. Das funktioniert so nicht. Jetzt schicken wir ihn mal los. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier an Kohle machen mit dieser Linie. Schauen wir mal. 1,6 Millionen. Passt, wir können gleich wieder einen Kredit zurückbezahlen. Also das ist schon schön, schön. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier was im Lager. Und jetzt müsste die Produktion wieder nach oben gehen. Potenzial 120 und hier 189. Okay. Also. Wir müssten jetzt hier eigentlich mehr ausspucken. Wie sieht es in Raden aus? Mittelmäßig. Also wir haben hier noch keine gute Abdeckung, weil wir eben einfach hier zu wenig Rohöl anliefern. Immer noch versuche mehr Rohöl anzuliefern, also wir können es nicht decken. Wo ist er denn? Ist er das? Nein, das ist er nicht. Der steht noch hier. Okay, wir lassen das jetzt mal so laufen. Und ich stelle schon wieder fest, wir haben hier schon wieder ein kleines Problem. Versuche mehr Vieh anzuliefern. Also wir brauchen hier auf jeden Fall mehr für die Produktion. Wir haben hier ein kleines Problemchen. Also, wir werden uns jetzt mal hier um die Getreidebrotlinie kümmern und einen Fahrzeugersatz durchführen. Zack, und zwar nehmen wir Cannstatt. Wir haben immer noch den Cannstatt nur. Also ersetzen wir durch den Cannstatt und machen 25. Zack, fertig. Dann werden wir diese Linie hier mal durchaktualisieren. Wir müssten auch gleich wieder ins Plus kommen. Der Zug kommt an, also kommen wir jetzt dann auch wieder ins Plus. Mal schauen, wie viel bringt denn der 60er? Ich glaube, eine knappe Million. Ne? Eine knappe Million, glaube ich, bringt er. Wir müssen auf jeden Fall hier einen besseren Zug draufsetzen. 26 Treibstoff. Wir müssen auf jeden Fall die Treibstoffproduktion erhöhen. Versuche, mehr Rohöl anzuliefern. Ja, wir müssen sie definitiv erhöhen. Also werden wir Rohöl, Fahrzeugersatz, Fahrzeug wählen. Wir haben natürlich noch keine Diesel-Lok. Und was nehmen wir? Die hier geht natürlich gut ab. Und ich glaube, die nehmen wir auch. 100 km/h, 1360 PS, gute Zugkraft. Also die müsste definitiv was schaffen. Wir werden die mal nehmen und werden draufsetzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jetzt haben wir 50, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt haben wir 100 aber nur, wenn ich das richtig gerechnet habe. 1, 2. Das sind 120, 130, 140, 150. Somit könnten wir jetzt rein theoretisch 150 befördern.
Jetzt, oh, wir haben hier einen Ausbau erwirkt. Jetzt wollen wir mal schauen, was haben wir hier für ein Alter. 9 Jahre. Okay. Wer kommt jetzt hier? Der 100er Zug. Wie sieht es jetzt aus? Haben wir hier noch genügend wartend? Ja. Wir haben noch genügend wartend und die Fabrik. Nein, ich wollte die Fabrik haben. Produktion. Potenzial liegt bei 100. Okay, ja, versuche mehr Rohöl abzutransportieren. Ja, das müssten wir jetzt dann demnächst schon hinbekommen. Wir haben wieder 1,5 Millionen. Zack, zack. Zahlen unseren Kredit wieder zurück. Somit ist das wieder erledigt. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Ausbau. Wir haben hier schon 24 wartend. Wie sieht's aus? Du bist im Plus in diesem Jahr. Er könnte ins Plus kommen jetzt. Müsste hinhauen. Und jetzt müssen wir uns hier mal um unsere Getreidelinie weiter kümmern. Wie sieht's hier aus? Okay. Wir haben also hier immer noch nicht den ganzen Austausch erwirkt. Oh ja, wir müssen hier mehr wegbringen. Wir müssen hier unbedingt mehr abtransportieren. Getreidebrot, Getreidebrot. Wir haben hier viel zu viel rumliegen. Okay, das müsste sich jetzt dann austüfteln. Wie sieht's hier aus? Hier sind wir eigentlich relativ gut beieinander, denke ich. Ja, ist noch in Ordnung. Müssten aber... den hier auch langsamer ausbauen. Treibstoff Hilsheim macht aktuell noch Minus. Alle. Wir machen Minus im Bus Hilsheim. Im Bus Neustadt. Treibstoff Hilsheim. Ja, Treibstoff Hilsheim müsste bald kommen. Aber wir müssten unsere Buslinien optimieren. Und zwar unbedingt in Hilsheim und in Bus Neustadt. In Bus Hilsheim schauen wir jetzt zuerst mal an. Oh ja. Oh ja. Wir könnten hier. Oh, 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 oh. Wir müssen das auf jeden Fall ändern. Und zwar machen wir das jetzt hier in dieser Folge noch. Wir fahren von hier. Wir brauchen mal kurz hier das Diagramm. Genau. Hier ist eins. Wir fahren nach hier. 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 Und fahren nach hier. Und da hätte ich aber trotzdem Bock drauf, wenn wir das mit einer Tram machen. Und wir haben einen neuen Bus. Das mit einer Tram machen, das wär's. Zack. Hoffentlich müssen wir keine Häuser abreißen. Zack. Zack. Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier rum. So. Und dann gehen wir hier über das Industriegebiet. Oh, hier ein Stück vergessen. Wieder zurück zum Bahnhof. Aber wir könnten hier eigentlich das so lassen. Zack. Wieso habe ich jetzt die ganzen Straßen verkleinert? Ich bin mal wieder ein Idiot. Bau nicht möglich. Gebäude werden entfernt. Gebäude werden entfernt. Machen wir hier auch gleich so. Gebäude werden entfernt. Zack. Machen wir es. Hier auch. Weil es ja funktioniert und so. Okay, und jetzt errichten wir hier uns eine. Haben wir eigentlich schon eine. Haben wir nicht schon eine Tramlinie gemacht? Nö, hatten wir noch nicht. Also machen wir jetzt hier die erste Tramlinie von hier nach da. So rum. Zack. 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 Und dann geht's wieder zurück. Und diese Linie nennen wir Tram Hilsheim 1. Jawohl. Erledigt. Setzen jetzt natürlich irgendwo noch ein Tramdepot. Tramdepot, Tramdepot, Tramdepot. Wo bauen wir das? Bauen wir hier hin. Ja, komm, machen wir hier hin.
schicken jetzt unsere Bus-Hilsheim-Linie. Da müsste wiederum Bus-Hilsheim hier. Alle Fahrzeuge in die Pumpe ankunft verkaufen. Und dann werden wir die Bus-Hilsheim-Linie löschen. Trams kaufen. 9, 11. 1, 2. Oh, die sind ein bisschen teuer. Die sind teuer. Was haben wir jetzt hier falsch gemacht? Linie zuweisen. Neue Linie. Wieso? Was ist mit unserer Linie los? Tram Hilsheim. Noch jedes Tramdepot. Hä? Was funktioniert jetzt nicht? Was geht jetzt hier nicht? Ah, ich glaube, ich weiß, was nicht funktioniert. Genau. Das hier geht nicht. Wir müssen nochmal einen Kredit schnell aufnehmen. Das machen wir jetzt hier. Das machen wir jetzt in dieser Folge hier noch. Die will ich noch setzen. Und bauen jetzt hier ein Tramdepot. Zack. Hat er gleich wieder übernommen. Wunderbärchen, Preiselbärchen. Zack. Kaufen wir jetzt hier noch eine Tram. Jetzt zeigt er immer noch neue Linie. Wieso? Wieso lässt sich die nicht zuweisen? Wieso nicht? Wo ist hier der Fehler? Kann man das einer verraten? Nö. Dachte ich mir. Tramgleis, ja, elektrisch. Zack. Wir machen das jetzt so, nur mal um festzustellen, dass es stimmt. Oh, wollten wir gar nicht. Hier rum? Dann machen wir es so. Das kann doch nicht sein jetzt. Ach, so. Haben wir hier? Hier haben wir Tramgleise. Tram, Tram, Tram. Unsere Linie ist alles im grünen Bereich. Dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Jetzt geht es. Tram Hilsheim. Zack, auf geht's. 130 Sekunden, das heißt, wir müssen unbedingt noch eine draufsetzen oder zwei. Wir setzen noch zwei drauf. Hilsheim. Zack. Und gehen wieder auf Hilsheim. Jawohl. Und wollen wir mal schauen, ob das sich jetzt rentiert. Wie teilen sie sich auf? Ja, sie teilen sich gleich schön auf. Wunderbärchen. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Und ob diese Tramlinie funktioniert, das sehen wir natürlich dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Transport Fever. Sollte euch die Folge gefallen haben, lasst einen Kommi da oder ein Like. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, drückt einfach auf den Abo-Button. Bis dann, ciao.